Servus zum neuen Technikvideo. Ich bin's wieder, der Hans-Peter. Wir haben uns im Winter das Rappenlaufwerk angeschaut. Wir haben gesagt, vielleicht machen wir im Sommer auch was. Und jetzt haben wir was gefunden dazu. Da haben wir einen Unitrak 112 L3 auf dem Stufenlosgetriebe, ein Rappenlaufwerk. Hinten drauf haben wir einen Gruber Ladewagen ALW 328R für Rotor mit 28 Kubik. Der ist jetzt ganz neu. Und vorne drauf haben wir noch ein Doppelmesser-Mähwerk von Pepe Umwelttechnik mit einer Förderschnecke, damit man gleich mehr laden kann. Und das schauen wir uns jetzt zu. Traktortechnik am Freitag mit Hans-Peter Bucher. Zur Bewirtschaftung von Feuchtwiesen sind Maschinen mit geringem Bodendruck und eine angepasste Mähtechnik unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, den Lindner Unitrak mit Raupenlaufwerken und Aufbauladewagen von Gruber mit einem Doppelmesser-Frontmähwerk von BB Umwelttechnik zu kombinieren. Fertig ist der umweltschonende Mähladewagen. In einer Überfahrt wird der Aufwuchs abgemäht und abtransportiert. Die empfindliche Grasnarbe wird nur einmal befahren. Die Maschine verursacht nur wenig Bodendruck, weil sich das Gewicht auf die große Aufstandsfläche der breiten Gummibänder verteilt. Das 2,75 Meter breite Eco-Front-Mähwerk ist bereits bekannt. Neu ist die Schwartzusammenführung, die der Hersteller ab sofort als Wunschausrüstung anbietet. Ursprünglich wurde dieses Feature zum täglichen Grünfutterholen entwickelt, um ein klassisches Trommel- oder Scheibenmähwerk zu ersetzen. Aber auch bei unserem Einsatz in der Landschaftspflege wird die Kombination zweier Arbeitsgänge dadurch überhaupt erst möglich. Nachdem das Gras von Messern abgeschnitten wurde, führt es die rotierende Schnecke zusammen, wo es durch ein zentrales Loch in der Rückwand nach hinten abfließen kann. Das so geformte Schwart kann der Ladewagen mit seiner gezogenen Pickup im Heck aufnehmen. Solche Naturschutzflächen unterliegen keiner landwirtschaftlichen Nutzung, müssen aber einmal im Jahr gemäht werden, damit sie nicht verbuschen. Allerdings erst im Herbst, damit vorher alle Pflanzen ausgesandt und die Tiere ihre Brutstätten verlassen haben. Um einen Nährstoffeintrag zu verhindern, muss das Mähgut ausgefahren werden. Nur so kann die typische Flora erhalten werden. Hans-Peter entleert den Ladewagen auf einer benachbarten Fläche mit tragfähigem Boden. Dort wird es im Anschluss ausgebreitet und fertig getrocknet. Im Gegensatz zu zwillingsbereiften Traktoren haben die Raupenlaufwerke eine Zulassung für die Fahrt auf öffentlichen Straßen. Das erlaubt den schnellen und unkomplizierten Wechsel zwischen den Flächen. Die Doppelmesser-Mähtechnik schont Amphibien, Insekten und das Wild. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anzahl an verletzten und getöteten Tieren bei der Maht mit Rotationsmähwerken um ein Vielfaches höher ist. Vorteilhaft für diesen Einsatz ist auch das geringe Gewicht und der unfassbar niedrige Leistungsbedarf, den BB Umwelttechnik auf gerade einmal 7 PS beziffert. Das Futter wird nicht verschmutzt und die Grasnarbe kann durch den glatten Scherenschnitt wieder schneller austreiben. Vom Fahrersitz des Unitrak hat Hans-Peter freie Sicht auf das Arbeitsgerät. Mit dem stufenlosen Getriebe kann er die Fahrgeschwindigkeit feinfühlig den wechselnden Bedingungen anpassen. Am Feldende erlaubt die Vierradlenkung enge Wendemanöver und verhindert unnötiges Rangieren auf dem sensiblen Untergrund. Im Winter kommt der Unitrak mit Raupen und aufgebautem Stallmiststreuer zur Instandhaltung von Rodelbahnen, Langlaufloipen und Winterwanderwegen zum Einsatz. Dazu findet ihr bereits ein ausführliches Video auf unserem YouTube-Kanal. So, jetzt haben wir das gesehen, wie das mit dem Unitrak mit den Raupen und Doppelmesser und mit dem Ladewagen funktioniert. Vielleicht finden wir auch mit dem Unitrak mit dem Raupenlaufwerk auch noch einen Einsatz, damit wir was filmen können. Aber das schauen wir uns an. Und damit freuen wir uns, wenn ihr euch anschaut.